Hallo Zeissi, wie war es heute vor so einer Kulisse zu spielen? Ja, hat wieder mega Spaß gemacht. Unsere Fans waren wie die komplette Saison überragend. Super Stimmung gemacht, haben uns die ganzen 90 Minuten nach vorne getrieben. Ich glaube, 70 Minuten konnten wir ihnen einiges dafür zurückgeben. Dass dann am Ende nur ein Unentschieden rausspringt, tut uns für uns und vor allem natürlich auch für Fans sehr leid. Du hast ja das 1:1 geschossen. Was war es für ein Gefühl, gegen deinen Ex-Verein, bei dem du jahrelang gespielt hast, so einen wichtigen Treffer auch zu machen? Ja, ein sehr schönes Gefühl. Ich habe auch nicht gejubelt, weil ich noch dem Verein für vieles dankbar bin, weil ich ihn sehr gerne mag. Aber trotzdem beim vorletzten Heimspiel nochmal vor den Fans, vor so einer Kulisse ein Tor zu schießen, ist natürlich ja schon super. Dankeschön, Zeissi. Hallo, Hasi. Wie fühlst du dich gerade nach so einem sehr intensiven Spiel? Du hast in der Jugend bei 60 gespielt, jetzt quasi das Derby mehr oder weniger im Herzen gegen den FC Bayern München. Was ist das für ein Gefühl, dann auch noch den 2:1 Führungstreffer zu erzielen? Also direkt nach dem Spiel bin ich echt K.O. und mir geht es eigentlich nicht so. Ja, aber ich bin niedergeschlagen. Ich glaube, nach dem Spielverlauf haben wir den Sieg eigentlich verdient. Und ja, vor allem mit so einem Last-Minute-Gegentor, das ärgert einen umso mehr. Ja, mit dem Tor natürlich habe ich mich gefreut, auch als Ex-Löwe. Aber ich würde behaupten, das hat mich jetzt nicht extra motiviert. Ich wollte einfach das Spiel gegen Bayern gewinnen. Die Kulisse war top. Freitagabend, glaube ich, es gibt nichts Schöneres. Und deswegen ärgert es mich umso mehr, dass ja, am Ende dann nur der Punkt ist, der ja, ein bisschen zu wenig ist in meinen Augen. Nach dem heutigen Spieltag seid ihr jetzt offiziell Tabellenzweiter, das heißt, die Spitze ist nicht mehr zu erreichen für euch. Ist da jetzt so eine gewisse Enttäuschung schon vorhanden? Ja, also für mich auf jeden Fall. Ich glaube, wenn von Anfang an jemand gesagt hätte, dass wir so viele Punkte erreichen und am Ende Zweiter sind, glaube ich, hätte niemand was dagegen gesagt. Aber ich glaube, wie sich die oder wie die Saison verlief und wie wir uns da irgendwo gegenseitig auch hochgepusht haben, ja, will, glaube ich, jeder am Ende dann Erster sein und oben stehen. Aber ja, man muss dann auch neidlos anerkennen, dass Unterhaching das einfach einen Ticken mehr verdient hätte oder souveräner gemacht hat. Ich kann aber auch sagen, also ich für meinen Teil bin sehr stolz auf unsere Mannschaft. Ich glaube, mit dem Kader und Ding ist top, das, was wir erreicht haben. Und deswegen ja, ein lachendes, ein weinendes Auge. Aber wie gesagt, ich dann vielleicht gibt es ja noch irgendeine Chance, dass sie es vielleicht finanziell nicht hinbekommen. Aber wenn nicht, dann versuchen wir es nächstes Jahr. Also das auf jeden Fall. Okay, danke schön, Hasi.